Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dishonored 2. Wir sind immer noch auf dem Schiff. Ich habe es ein bisschen in die Länge gezogen. Es tut mir leid. Aber wir haben hier so viele Sachen erfahren in der letzten Folge. Und ich dachte mal, das ist einfach mal wichtig, dass man solche Informationen mitnimmt und vielleicht sogar immer mitnimmt. So wie sowas hier. Wenn ich auf dem Landweg zum Eddermeyer-Institut will, muss ich offenbar durch die Bahnstation. Okay. Wo ist das Eddermeyer-Institut? Ich habe bis jetzt noch kein Eddermeyer. Ach, das ist das da. Mhm. Sokolov sieht so viel älter aus. Ja, warum war er abducted, ne? Der Kronenmeuchler war also Abeles Werkzeug. Die Morde waren eiskalt kalkuliert. Okay. So viel zur Zusammenfassung und ich würde sagen, jetzt geht's aber los. Wir sprechen mit Megan Foster. Na gut, manches haben sie erklärt. Doch was wollten sie und Sokolov hier? Der Alte liebt Kanaka. Aber er bekam Wind von einer Intrige um den Kronenmeuchler. Er wollte Corvo warnen. Wir hörten von wachsendem Unfrieden. Korruption, Straßengewalt. Ich habe es kaum beachtet. Normalerweise kümmert sich die Obrigkeit um solche Dinge. Der neue Herzog ließ die Dinge schleifen. Aber Sokolov hielt ihn für den Kopf der Intrige. Er war schockiert. Und wenn Sie seine Geschichte kennen, dann wissen Sie, was das heißt. Wir wollten sofort nach Dunwall. Aber es ist was passiert. Der Kronenmeuchler. Ja, die Luke klappte auf und Sokolov schrie. Ich habe nur kurz etwas gesehen, das ihn übers Deck gezerrt hat. Ich bin ihnen nach, soweit es ging, zum Eddermeyer-Institut. Von der Alchemistin Hypatia. Vielleicht benutzt der Herzog einen Patienten, den Kronenmeuchler. Eddermeyer. Na gut, sehe ich mir an. Der Kronenmeuchler muss eliminiert werden und wenn die Alchemistin kooperiert, finde ich vielleicht etwas über Sokolov heraus. Mit viel Glück. Bei meinem Glück wäre Sokolov so gut wie tot. Wenn Sie im Institut fertig sind, erledigen Sie den Wachturm. Dann kann ich mit dem Beiboot kommen. Wir nehmen das Beiboot, wenn Sie bereit sind. Okay. Dann war das Ranschauen von wegen, dass wir dorthin müssen, ins Eddermeyer-Institut. Natürlich ein bisschen vorweggegriffen bezüglich des Zeitungsausschnitts, den wir hier haben. Das ist mir vorhin noch gar nicht aufgefallen. What was Mortimer Ramsay doing in Kanaka? Der ist natürlich nicht mehr da. Mortimer Ramsay. Ohne eine Ratte in der Stadtwache wäre der Putsch nie gelungen. Hm, genau so sieht das nämlich aus. Ich kenne Herzog Luca Abele nicht, aber Corvo sprach nur Gutes über seinen Vater Theodennis. Okay. Delilah. Meine Tante, sollte es wahr sein. Sie hat einen stark verzerrten Blick auf die Welt. Wie viele andere auch. Das hatten wir schon. Okay. Das ist ein normaler Zeitungsbericht. Und wer bist du? Die Doktorin. Diese Ärztin, Hypatia. Sie scheint all das Gute zu verkörpern, das im Reich möglich ist. Manchmal sind aber auch die augenscheinlich Guten, diejenigen, die richtig Dreck am Stecken hat, weil man denen ja sowas niemals zumuten würde. Ich esse mich mal hier ein bisschen durch, ne? Oh, Pratchett's Ale in Aspik. Lecker. Das ist leere Flasche. Hier kocht Essen. Was ist das? Birnsprudel. Aha. So, wir sind aber fertig. Wir sind auch hier komplett schon durch. Im Übrigen, wir haben hier das Lager hier aufgemacht. So, wo ist sie? Da oben. Da lang. Kann es sein, dass wir mit dem Ding dann jetzt immer hin und her reisen? Das wäre richtig cool. Ratten, haut ab! So, cooles Beiboot. Soll ich sie jetzt im Hafen absetzen? Bereit. Auf in die Stadt, in der mein Vater groß geworden ist. Dann nichts wie ab. Ich darf nicht erkannt werden.
wir haben leider keine Maske. Finde die Adamaist-Station und nimm einen Wagen zum Adamaist-Institut. Dies ist deine heißeste Spur, um den Kronenmeuchler aufzuspüren. Wenn wir auch so lange brauchen mit dem Durchgucken. Oh, ich möchte es nicht. Ich versuche mich aber am Riemen zu halten. Nach Eldermeier geht es nicht per Boot. Es ist zu gut gesichert. Die Garde hat da einen Wachturm. Gehen Sie landeinwärts und nehmen Sie die Bahn. Oh, hier hat er aber ressourcenmäßig ganz schön zu tun. Der alte Herzog von Serkonos hat Kanaka jahrzehntelang aufgebaut. Herzog Luca Abele hat die Stadt dann in absoluter Rekordzeit geschröpft. Mit Orgien und Festen. Scheinen hier mehr Spaß zu haben als in Dunwall. Geben Sie Acht auf dem Weg nach Adamaier. Der Herzog hat die Stadt der Garde übertragen. Sie greift Fremde sofort an. Ich pass auf mich auf. Hier sieht's ganz gut aus. Sieht alles so schäbig aus. Vernichten Sie den Kronmeuchler und forschen nach Sokolov. Ja. Alchemistin Hypatia wird Ihnen helfen. Okay. Sokolov mag sie. Dann bis später beim Adamaier. Warten Sie nur mit dem Boot, bis ich den Wachturm ausgeschaltet habe. Da ist er. Juwel des Südens, Errungenschaft. Das tat gut. Das tat gut. Wir speichern jetzt erstmal. Und ich glaube, ich muss mal kurz was gucken. Ich weiß auch nicht, was jetzt gleich passiert, wenn ich das jetzt probiere. Also haltet mal die Ohren kurz zusammen. Ich finde es gerade ein bisschen... ich bin ja nicht so ein Fan eigentlich davon. Mal gucken. Wirklich nicht, was ich gegessen habe. Naja. Das sehe ich ja jetzt erst. So, da sich an der Performance gerade überhaupt nichts geändert hat, stelle ich das wieder zurück. Entschuldigt bitte. Ich werde es dann nachher in der nächsten Folge dann ändern. Also zwischen der nächsten. Das hat hier Blumen, Tiefenschärfe. Wobei, das sind so eine Sachen... Ja, muss ich gucken, wie sich das auswirkt. Aber das war... Ja, ich kann hier... es war auf automatisch. Ich kann hier groß nichts ändern. Es gab hier irgendwo noch sowas mit adaptiver Auflösung. Keine Ahnung, was das ist. Müssen wir sehen. So, dann bleiben wir dabei. Ja, wird so ja fast besser, seltsamerweise. Und sieht auch besser aus. Seltsam. Naja, egal. Willkommen in Karnaka, Fremd. Hi. Brauchen keinen Gesichtsschutz. Im Hafen gibt's nicht viel Staub aus den Bergwerken. Ach, trotzdem. Ich bin erkältet. Selbst die vertrauten Stadtteile werden langsam gefährlich. Was ist das für ein Schiff? Kennst du den Kapitän? Die Dreadful Whale. Nein, steht nicht im Register. Vielleicht ein neuer Importeur aus Morley. Wir warten ein, zwei Tage. Und wenn sie dann immer noch da ist, sag ich einem Freund in der Garde, mit einer Einheit an Bord zu gehen. Falls sie auf Schmuggelware warten, haben sie die bis dahin eingeladen. Okay. Nicht schlecht. Kriegen wir was vom konfiszierten Zeug ab? Ja, wir verkaufen es billiger an ein anderes Schiff. Und teilen den Erlös. Ist klar. Vergiss ist mich klar. Dabei nur nicht. Ihr Gesicht ist bedeckt. Der Garde wird das nicht gefallen. Ja, ja. Was haben wir hier? Anleger, da sind wir gerade. Lichtwand, Aufseherbüro und Admire-Station. Ich glaube, das ist jetzt auch so der Weg, den wir jetzt nehmen müssen. Ja, wir werden irgendwie gesucht, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht warum. Was, nur 20? Nur 20.000. Okay, die stehen. Guten Tag. Dann kann ich mir einen schönen gemacht. Bis der Ärger mit der Garde. Ja, das ist klar. Alles ein wildes Durcheinander. Rüste das Herz aus? Okay. Wo ist es da? Gruselig. Was will der? Hoffentlich lässt er mich. Du weißt doch, dass das für uns bestimmt war. Was sollen wir denn jetzt? Neue Runekräfte. Ach ja, das Runen 3. Wir brauchen erst diesen Teil, ne? Um das freizuschalten. Wir könnten jetzt aber hier schon. Lass mal
kurz gucken. Objekte ziehen. Verlangsamung. Wenn du fällst, wird die Zeit kurz verlangsamt, während du mit weitreichend zielst. Wäre eine Idee, aber... Was haben wir hier noch? Nachtsicht. Sieh im Dunkeln besser. Sieh Lebewesen durch Wände. Das ist natürlich ein Feature, was wir alsbald machen müssen. Verstärkung haben wir noch. Stärke. Du kannst Objekte weiter werfen. Pillepalle. Gesundheitserhöhung ist viel besser. Und das werde ich auch erstmal tun, weil ich neige immer sehr stark schnell zu sterben. So, das waren ja passive Fähigkeiten, ne? Wenn ich mich nicht irre. Das heißt, die müssen wir nicht explizit dann auswählen. So. Dass ich Waffen trage, ist denen ja letztendlich hier egal. So. Fledermeier in der Ferne. Wo? Das da. Da müssen wir auch irgendwie hin. Das kriegen wir auch hin. Aber dass hier die Performance so runterrasselt, ja. Aber das habe ich schon mitbekommen, dass das, Serkonische Mitbürger, ja? Während der Abwesenheit des Herzogs möchte ich dies hier verkünden. Ja? Aufgrund der vom ehemaligen kaiserlichen Schutzherrn Corvo Arcano ausgeführten politischen Attentate im Namen der ehemaligen Kaiserin Emily Thornton gelten ab sofort neue Einschränkungen. Ja. Aber die sind nicht billig. Auf den Straßen Kanakas Befragung. Was? Okay. Teilnahme ist Pflicht. Das sieht gut aus da. Wie sieht's hier hinten aus? Hier ist ein Schwarzmarkt. Zwei Hände. Untergrundmarkt. Illegaler Handel bedeutet Waffen und Munition. Die Frage. Ich höre das schon wieder hier. Wartet mal. Ach, herrje. 99. Da oben. Eine Etage über uns. Hey. Komm her. Nee, ich brauche erst das hier. Willkommen. Ich brauche Ihr Gesicht nicht zu sehen. Nicht? Okay. Was haben wir denn? Ausrüstung verbessern. Wir schauen mal, wa? Ich hätte ein paar Pläne zur Verbesserung Ihrer Sachen. Wir haben 800 Kohle und, was haben wir denn? Armbrustpräzision. Fliegen schneller und weiter. Schnelleres Nachladen. Das ist Armbrust. Gut. Was haben wir hier? Ausrüstung. Da können wir jetzt Pfeile kaufen. Pistolenkugeln lassen wir mal. Warum Betäubung. Sie Ihr Gesicht bedecken, geht mich nichts an. Ja, das hast du schon gesagt. Lassen wir das mal. Narkomine. Granaten. Meier-Tinktur. Was haben wir hier noch? Eine Rune. Die Rune kostet 400. Aber was die Rune macht... Aber die kaufen wir mal. Sie werden es nicht bereuen. Auf dem sich Vorräte befinden. Nehmen wir mit. Freude. Nehmen wir mit. Kommen Sie bald wieder. Wenn ich dann noch hier bin. Warum machst du den Job, wenn du Angst hast, dass du nicht mehr da bist? So. Dann hätten wir das. Das sieht wenn so Sie langsam. Vorbeikommt, kenne ich Sie nicht. Ist klar, ist klar. Geht's hier oben noch weiter? Okay. Ach nö, komm. Ach nö. Warum gucke ich denn da durch, wenn man eh nicht durchkommt? Was haben wir hier noch? Jetzt sind wir hier oben. Da hätten wir auch... Genießen Sie die Luft. Ich verkaufe hier keinen fermentierten Hai. Okay. Blutfliegen uns aufhalten? Bin dabei. Aber bewegt euch langsam. Und haltet euch von den Nestern fern. Welche Blutfliegen? Wir wissen nicht mal, ob die Leute da drin wirklich Geld hatten. Nur, dass sie tot sind und alles vor Blutfliegen wimmelt. Okay. Karl, nur so kommen wir auf die andere Seite der Lichtwand. Wenn du genau wie ich... Cool. ...willst, dann ist das unsere Chance. Verseucht, eindeutig. Beweg dich langsam, halt dich von den Nestern fern und lass dich nicht mit Blutfliegengift und Eiern vollpumpen. Ja. Wollen wir es mal probieren? Alles klar. Jetzt bleib mal ganz ruhig.
Wir kriegen das Geld schon irgendwie zusammen und kommen an der Lichtwand vorbei. Wollen wir was probieren? Wow. Ruhig, liebe Leute. Na, 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 na. Halt, ich habe was gesehen. Danke. Da ist noch ein Nest. Gibt's da irgendwas? Ja, vorsichtig, lassen wir mal Abstand, respektvollen. Oh, ruhig. Boah, guckt euch mal die Schatteneffekte an, das sieht so geil aus. Kann man das hier aufmachen? Na toll, die haben das ja abgesperrt, aber das Fenster ist offen. Da müssen wir hin, guck mal. Ja, 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 ich will doch bloß das Ding haben. Ich will das Ding haben. Jawohl. Hier oben, das scheint leer zu sein. Das ist schon bewohnt gewesen. Da ist das Artefakt. Brennbar. Okay, da haben wir... Oh, das sieht creepy aus. Also, das sieht richtig gut aus. Da ist es. Was ist, kann ich... Ja, ja, ja. Ich will nur das Ding haben. Shit. Okay. Neues Knochenfragment. Boah. Was haben wir denn für einen Fechter? Du gewinnst leicht am Kämpfen mit verkeilten Schwertern. Nehmen wir erstmal rein. Solange wir Slots frei haben. Aha, aha. Gut, das sieht... Okay, wir können uns rein theoretisch hier durchschnetzeln, ne? Jawoll, so geht es auch. Brandbolzen. Okay, also brauchen wir nicht ganz so viel Panik haben. Hier geht's nicht weiter. Aber wir müssen natürlich nicht volle Pulle hier rumrennen. Kommt. Jawoll. Oh, Blutstein. Nehmen wir mit. Das Geld. Was haben wir hier noch? Was machen die denn mit der... Kommt weg mit euch! So. Haben die die zerpflückt? So. Wo sind wir jetzt? Warum flimmert denn das so? Ach so, wir sind... Ah, wir sind ja an der Wand. Ne? Das ist gut. So, an dieser Videowand. Da haben wir eine Schreibmaschine. Okay, bringt uns keine Pluspunkte. Nichts weiter. Schade, schade. Oh, die Geräuschkulisse. Müssen wir da jetzt so hoch, oder...
hier passiert? Körper tot, aber hier sind Brandbolzen. Sehr gut. Ja. Oh, ist das spannend. Entschuldigung, wenn ich nicht so viel erzähle. Aber ich konzentriere mich hier echt ganz dolle. Und gucke mir das alles hier so toll an. Das gibt doch Tote da drüben. Was tust du? Wir brauchen dein Blut. Was? Wer bist du denn? Boah, schwitzt war das rum. Was war das für ein Typ? Nestwächter. Mhm. Brennbar. Bisschen aufessen. Wo flattert ihr denn? Ui, guck mal. Schön. Was haben wir da? Ah, herrlich. Super, super. So, weg mit euch. Schlüssel zum Schwarzmarktladen. Ja, den kann man natürlich immer gebrauchen. Und ich würde sagen, hier an der Stelle macht sich das ganz gut, dass wir jetzt hier ein Folgenpäuschen machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen. Bis dahin, euer Firefox.